Liebe Miriam, natürlich bin ich bereit. Immerhin hat mir die ZDF-Wetten-DAS-Redaktion noch einen kleinen Eierbecher mit auf den Weg gegeben. Es ist auch so, man hat Hände da, wo man sie nicht spüren will, aber das ist jetzt dein Problem. Die Band ist soweit, du bist soweit, das brauchst nicht, oder? Die Lederhosen. Ich habe den Sinn nicht ganz verstanden aus, von diesem kleinen Fetzen, weil er ist es nicht hat einmal auch keinen hart. Sinn. Will jemand den haben? Also mein liebes Grazi, gut, ich vertraue so, euch. Dann haben wir das schon mal erledigt, jemanden glücklich gemacht schon vorher, aber jetzt geht es um die Stadtwette, du bist zu weit. In diesem Sinne, top, die Wette gilt. Musik ab! Wollt ihr beschreiben, was ich bin? Was es bleiben ist, hat gar keinen Sinn. Von da an noch bin ich runtergestiegen, in der Lederhosen steck ich drin. Zwischen Ausverkauf und Rock'n'Roll und der Fuchsmusik lieb ich wohl. Und beim Berg oder Trunk im Ohr, wenn ich dir vom Grazer Hauptplatz schätze einmal. Ich bin ein Fox Rock'n'Roller, ein Lederhosenjodler. I am a Fox Rock'n'Roller, wie in der Hamburg. Wenn ihr das hört auf jetzt, der Jungen soll vor mir. Wo sind sie, meine kreischenden Mädels? Schätzt man vorbegriert. Ein Opfer und ein Watschen hier. Sixpack, wo wir leider wirklich haben. Ein Wandpack, aber was für alles hier. Das war meine beste Not. Du kannst es lernen, mir verboten. Heute in Graz im Hauptplatz auf einer großen Bühne stehen. Und jetzt wollen wir Graz tanzen sehen. Ich bin ein Fox Rock'n'Roller, ein Lederhosenjodler. I am a Fox Rock'n'Roller, hier in der Harmonika. Wenn ihr das Herz habt, wer jung und alt vor mir. Gewonnen oder verloren, je nachdem, wie man sieht. Ich werde meinen Schulter wachsen lassen müssen. Miriam. Andreas Cavalier! Und Graz, die beste Stadt der Welt heute Abend. Vielen Dank. Markus, ja, lass schon mal wachsen. Ja. Ich werd direkt damit anfangen. Also, schön. Ich gebe mich geschlagen. Ich finde, das waren wunderbare Bilder. Graz außer Rand und Band. Herzlichen Dank, Miriam Weizenbraun und Andreas Cavalier. Ein echtes Urvieh. Und wir